Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute wird es ein bisschen größer als gewöhnlich. Ich hoffe, ich komme hier mit dem Platz hin. Mein Setup ist ja, was den Platz angeht, ein bisschen limitiert, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja, um euch mal einen Eindruck zu verleihen, was ich mit etwas größer meine, kommt hier mal der aktuelle Karton ins Bild. Also der ist schon größer als mein Bildausschnitt. Weiter weg vom Tisch möchte ich aber nicht, damit nicht die Details verloren gehen, wenn wir uns das Messer gleich anschauen. Karton ist ja nur so eine Proforma-Nummer. Der soll natürlich gezeigt werden, der gehört natürlich dazu. Es handelt sich um ein Real Steel Poltergeist Works Design, und zwar das Sorrow. Modellnummer könnt ihr hier lesen. Es ist die Version in Schwarz, gibt es auch noch in Coyote. Ja, was direkt aufgefallen ist, der Karton war beschädigt. Vielleicht war das mit ein Grund für einen wirklich fairen Preis, den ich beim Bastian von Expedition Company bekommen habe. Das Messer war im Sale, war im Angebot, und das, obwohl es ein ganz neues Modell ist. Zudem noch kaum Infos online bzw. im Video zu finden sind. Als ich letzte Mal geguckt habe, gab es noch überhaupt kein YouTube-Video dazu. Möglicherweise ist meines hier tatsächlich das erste. Falls euch das Messer gefällt, Link zum Shop selbstverständlich in der Videobeschreibung. Wie gesagt, es war ein Sale, es war ein sehr anständiger Preis. Da musste ich zuschlagen, da mir das Messer auf Anhieb extrem gut gefallen hat. Wie das von Real Steel so bekannt ist, das übliche Paperwork. Hier direkt die wichtigsten Infos zum Messer. Stahl D2, Klingenstärke 4,5 mm, Klingenlänge 12,8 cm. Ja, damit nicht 42A-konform. Das heißt, das Tragen in der Öffentlichkeit ist nur gestattet mit einem anerkannten Grund. Griff G10, Gesamtlänge knapp 27 cm, 10,5 Zoll und 250 Gramm soll das Messer wiegen. Werden wir uns gleich anschauen. Ansonsten Mikrofasertuch, das übliche, hauptsächlich die Folder, das Paperwork, das man von Real Steel kennt. Jo, weg mit dieser Monstrosität von Karton. Hier hat das, ja, das Messer. So, da haben wir das schöne Stück in der Kydex. Die Kydex ist eigentlich gut verarbeitet. Warum sage ich eigentlich? Insgesamt fällt die Scheide bei mir durch. Zum einen liegt das daran, also wir haben auf und ab, hin und her, keine besonders gute Passform. Das Messer bewegt sich vor allem hier unten im unteren Bereich. Ich habe hier oben die Hebelwirkung und unten wackelt es dann quasi wie ein Lämmerschwanz in der Scheide hin und her. Wenn ich eine Kydex habe, dann möchte ich zum einen ja, trotzdem eine Art von mehr oder weniger stillem Transport, wenn ich das Ding jetzt an der Ausrüstung trage. Das ist meiner Meinung nach eher als Einsatzmesser konzipiert. Es wird zwar beworben als Outdoor-Messer, aber ja, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ich sehe das Ganze eher in Richtung Fighter, in Richtung Kampfmesser. Und ich trage das entweder am Gürtel oder an der Ausrüstung, wie auch immer, mit einer Kydex und den verschiedenen Aufnahmen habe ich natürlich auch diverse Optionen, das Ding zu tragen. Ja, dann sollte das Ding nicht unbedingt so einen Krach machen. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ja, dann der kleine Snap hier. Ich nehme an, das ist eine Art Cordura, Nylon-Kunststoffgewebe. Ist okay, ist ein bisschen weich, ein bisschen flimsy. Nicht unbedingt das, was ich mir wünschen würde. Das dürfte ruhig ein etwas stärkeres Material sein. Ja, und dann der Klassiker, der Autogurt. ihr seht auch hier, das Bändchen ist hier nur mit zwei, ich mache mal ein bisschen mehr Licht, mit zwei Nähten befestigt. Dazu dieser schlabbrige Kfz-Gurt hinten dran. Das bietet natürlich keinerlei Verwindungssteifigkeit oder was auch immer am Gürtel. Das Ding schlackert also die ganze Zeit hin und her. Dazu das Wackeln in der Kydex. Die Spuren auf der Kydex, die kamen schon direkt so aus der Box. Nicht alle, denn ich habe das Ding jetzt schon mehrere Tage im Rucksack bei mir gehabt und zwischendurch ein bisschen getestet. Aber es hatte definitiv schon Spuren. Und wie das bei Kydex so üblich ist, waren auch auf der Klinge schon die ersten kleineren Spuren zu sehen. Also die Scheide optisch ansprechend, Drainageloch ist auch noch dabei, aber praktisch, ich bin eh kein großer Kydex-Freund, wäre die bei mir durchgefallen.
die gefällt mir überhaupt nicht. Stört mich das am Ende? Leider nein, denn das Messer ist einfach nur geil. Bam. Ja, was auffällt, das Ding wirkt richtig, richtig groß. Ich nehme mal eben mein Bark River Gunny zur Hand. Das Gunny ist ja boah, sowohl als Outdoorer als auch als EDC fixed nahezu die perfekte Größe. Und ich lege jetzt das Gunny extra mal nach unten. Da wirkt es dann tatsächlich noch größer im Vergleich. Das Real Steel Sorrow ist schon ein richtiges Biest. Mal Butt an Butt. Ungefähr. Dann seht ihr schon, wie viel länger das Sorrow ist, wenn ich jetzt noch die Positionen tausche und das Ganze hier oben nochmal. Ja, dann ist schon klar, das Ding ist wirklich riesengroß. Jetzt ist die Klingenlänge mit 12,8 cm angegeben. Das heißt, wir bewegen uns wirklich nur einen knappen Zentimeter über der legal zu führenden Größe. Und dafür ist das Ding wirklich ein Monster. Wie gesagt, Gesamtlänge knapp 27 cm. Das heißt, auf den gesamten Griff entfallen dann tatsächlich nochmal ziemlich genau 14. Die Angabe waren 26,6 minus die 12,8. Dann sind wir bei 13,8, knapp 14 cm Griff. Und der ist auch so ausgeformt, wie ich das im Grunde von einem, ja, Fighter erwarte. Ich bin von vornherein in einer Art Fechtgriff. Das ist die natürliche Griffhaltung. Der Daumen liegt hier oben auf, der Zeigefinger ist in der Mulde. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das direkt ein Pistol Grip ist, weil der Griff doch nach hinten abfällt. Aber es ist auf jeden Fall der Fechtgriff. Die Klinge ist direkt nach vorne ausgerichtet und ja, das Ding hat im Grunde, auch was die Klinge angeht, mit dieser kompletten Swedge über die volle Länge, hat im Grunde alle Eigenschaften, die so ein Fighter mit sich bringen sollte. Ein extremst gelungenes Design, meiner Meinung nach. Wunder, wunder, wunderschönes Messer. Die ersten Kommentare kamen schon, ob hier vorne diese Doppelschraube, ob das wirklich sein muss. Will ich gar nicht drüber diskutieren. Der Jakob Poltergeist Works hat entschieden, dass das so sein soll und dann ist das für mich vollkommen in Ordnung so. Das G10 ist wunderbar 3D konturiert, dazu noch mit dieser Fräsung versehen. Die Handlage ist ein Traum, wobei ich fast sagen muss, da der Griff hier hinten nochmal so leicht nach oben schwingt, hätte tatsächlich noch ein halber Zentimeter mehr gut getan. Denn bei meinen, ja, Patschehändchen ist hier hinten dann doch der Platz langsam knapp. Das Problem habe ich aber bei fast jedem Messer, von daher bin ich da nicht der Maßstab. Ja, trotz dieser leicht fehlenden Länge hinten, ihr seht das, ne, das hätte eventuell ein bisschen länger sein können, finde ich die Handlage dieses Messers absolut, absolut großartig. Mit den Markings hat man sich schön zurückgehalten. Der Stefan hat es oft gesagt, statt des Real Steel Schriftzugs das Real Steel Logo aufzulasern, sähe viel, viel cooler aus. Das Poltergeist Works Logo, dieser langgezogene bzw. in die Breite gezogene Schädel, sehr, sehr cool. D2 winzig klein gemarkt, perfekt. Alles richtig gemacht oder nahezu alles richtig gemacht. Real Steel gefällt mir ausgesprochen gut. Wir haben einen Flachschliff etwa 2/3 hochgezogen, der zu einer verhältnismäßig feinen Schneide ausläuft. Wir haben eine Spitze. Ich mache das ja ganz gerne mal mit dem Handballen. Ihr seht schon, die fängt sich sofort in der Haut. Also wirklich, wirklich spitzt das Teil. Wie gesagt, Swedge über die volle Länge ab der Daumenmulde hier hinten haben wir über die volle Länge eine Swedge. Dafür auch keinen besonders ausgeprägten Klingenrücken. Ja, also wenn ihr mit dem Ding draußen batonen wollt, ist die Chance, dass der Baton, dass euer Schlagstock genauso schnell nachgibt wie das zu spaltende Stück Holz, die Chance ist schon relativ groß. Von daher sehe ich das Ding auch nicht wirklich als Outdoor-Messer, wie es dann meinetwegen von Böker beworben wird. Das Ding ist für mich ein Fighter. Der hat natürlich auch noch andere Eigenschaften. Durch die wunderbaren Schneideigenschaften ist er auch in der Küche ein sehr gerne gesehener Gast. Also Gemüse schneiden mit diesem Riesenklopper funktioniert ausgesprochen gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mich natürlich an die schlanke und konvex geschliffene Klinge des Gunny oder auch meines Bravo LT sehr gewöhnt, sodass ich ja, mit dem konvexen Schliff fast ein bisschen besser zurechtkomme aktuell als mit dem Flachschliff. Hier mal das Bravo mit etwa 10,8 cm Klingenlänge.
Da seht ihr schon, das Bravo ist ein ausgewachsenes Messer, wie riesig doch das Sorrow wirkt. Habe mich also an den konvexen Schliff sehr gewöhnt, sodass das Schneiden damit für mich immer absolut problemlos läuft. Und ich habe selten ein Fixed mit einem Flachschliff in der Hand, sodass das dann immer ein bisschen neu ist, ein bisschen ungewohnt und man erstmal wieder, zum Beispiel, wenn du feine Gurkenscheiben schneiden willst, erstmal wieder den richtigen Winkel finden musst, wie du die Klinge am besten ansetzt und durch das Schnitt gut führst, damit du dann auch das gewünschte Ergebnis hast. Ne? Jeder, der zwischen einzelnen Anschliffformen hin und her wechselt, der wird wissen, wovon ich spreche. Gut, schauen wir uns noch an, ob das Ding wirklich dem Gewicht entspricht, das uns die Hersteller dort angegeben haben. 250 Gramm war die Ansage. Meine Waage sagt 249,1. Dieses Gramm aufgerundet lassen wir selbstverständlich durchgehen mit Kydex und Gucht. Kommen wir auf etwa, ja, exakt 100 Gramm mehr, 350 Gramm. Wie gesagt, das ist Mist. Aber ich finde das Messer insgesamt so unfassbar gut, dass mir dieses dämliche Gurtgebämsel total egal ist. Habe ich selten gehabt, dass mich ein Gesamtpaket, wenn ich die Scheide mit einrechne, wäre dann für mich, wenn ich Noten vergeben müsste, gerade mal im Dreierbereich. Das Messer ohne die Scheide bewertet dann trotzdem so extrem überzeugt, dass ich einfach über diesen Missstand einer ziemlich wenig durchdachten Scheidenkonstruktion, dass ich da einfach drüber hinwegsehen kann. Gelingt mir sonst nicht so gut, das muss ich ganz klar sagen. Also finde ich irgendwas auszusetzen, dann macht mir das normalerweise das Gesamtpaket kaputt. Das geschieht hier überhaupt nicht. So, gucken wir uns noch ganz kurz die Klingenstärke und die Stärke hinter der Faser an. Klingenstärke insgesamt 4,48, 4,47, 4,5 angegeben, passt soweit. Und hinter der Faser mittig gemessen kommen wir auf ziemlich genau 0,6, 0,58, 0,59, knapp 0,6 cm. Das ist ein ganz hervorragender Wert. Vergleicht das einfach mal mit euren Spyderco Foldern oder ja, im ärgsten Fall vielleicht mal mit Benchmade oder Hinderer. Dann wisst ihr diesen Wert von 0,6 echt gut einzuschätzen. Also das Ding schneidet verdammt, verdammt gut. Wir haben eine hohe Klinge, wir haben eine, ja, ich finde auch recht aggressive Optik. Wir haben eine Handlage, die diese Optik nochmal unterstreicht. Vor allem diesen vermeintlichen Anwendungszweck. Ich bin der Meinung, dieses Messer ist dann eher als, nennen wir es mal, Einsatzmesser konzipiert, statt als Outdoor-Messer. Ich würde es noch nicht mal unbedingt als Allrounder sehen, denn dafür ist es schon ein bisschen zu aggressiv. Sonst nicht mein Fall, aber gerade bei den Fixed hatte ich zuletzt exakt nach so etwas gesucht. Die Preise liegen regulär irgendwo zwischen 90 und 100 Euro. Ich glaube, die UVP sind 99,95, zumindest beim Importeur. In China direkt war, glaube ich, auf der Homepage auch mit knapp 100 Euro angegeben. Aber in den Shops findet ihr sie teilweise deutlich günstiger. Mal findet ihr die Coyote-Version etwas billiger als die schwarze, mal ist es umgekehrt. Solltet ihr da einen Preis finden um die 70 oder ich sag mal mit einer 7 vorne, würde ich bei diesem Messer wirklich, wirklich zuschlagen, sollte das Design euch ansprechen. Oder solltet ihr sagen, die Poltergeist Works Real Steel, die gefallen mir so gut, die hätte ich gerne alle beisammen. Da kann man ja mittlerweile wirklich ein Sammelgebiet draus machen. Dann schlagt bei diesem Messer unbedingt zu. Ich finde es großartig. Also es macht richtig, richtig Spaß. Ja, Real Steel Sorrow, Poltergeist Works Design. Das soll es gewesen sein. Beeindruckendes Teil. Ich bin echt froh, dass ich dazu geschlagen habe. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen ein tolles Wochenende und sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.